Einen recht schönen Abend wünsche ich dann nochmal, liebe Gäste, liebe Mitglieder und Genossen. Ich darf nochmal herzlich begrüßen zu unserer heutigen Abendveranstaltung mit unserer lieben Frau Bettina Kentner, bitte, und ein paar kurze Worte über Sie, auch wie ich auf Frau Kentner-Göppe aufmerksam geworden ist. In der Süddeutschen Zeitung am 20. April stand ein großer Artikel über Sie und Ihr Schicksal und Ihr Kampf, wie Sie es geschafft haben, sich aus dieser wirklich schlimmen Lage und dieser ganz elenden Art von Hartz IV, das inzwischen sehr viel Schicksal auch von einigen anderen geworden ist, zu befreien und inzwischen einen richtig gehenden Feldzug bundesweit dagegen anzugehen. Aber das Leben einzugestellt. Ja, genau. Meine Tochter hat vor einiger Zeit gesagt, Mama, ich hätte nie gedacht, dass du mal politisch wirst. Ich auch nicht. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Frau Bettina Kentner-Göthe ist in einer Theaterfamilie aufgewachsen, begann ihren Weg als Schauspielerin am Piccolo Theater Mailand, spielte in einer FS-Serie in Australien und stand auch in Afrika auf der Bühne. Am Teatro Avenida unter der Leitung von Henning Mankell. Man muss wissen, der schwedische Autor und Krimi-Schriftsteller hat auch Afrika-Filme ganz hervorragender Natur geschrieben und es ist da wahrscheinlich verfilmt worden. Da gibt es noch eine schöne Ehre, da gibt es ja noch eine schöne Geschichte nachher dazu. Genau. Später arbeitete sie unter anderem synchron, auch als Regisseurin und Autorin. Als freie Autorin wurde sie mehrfach prämiert, unter anderem 2011 mit dem Stuttgarter Autorenpreis für Hearts Crucible als Theaterstück von politischer Relevanz. Seit geraumer Zeit setzt sie sich für die Enttabuisierung der Armut unter anderem bei freien Bühnen und Medienschaffung ein. Ihr Hartz IV kritisches Buch Hartz IV, also Herzensfurcht, Hartz IV, Geschichte von Armut und Ausgrenzung, stieß auf großes Echo. Aber das Nähere überlasse ich jetzt Ihnen und nochmal recht schönen Dank, dass ich mit Ihnen da Kontakt bekommen habe und Sie für unsere Veranstaltung gewinnen konnte. Ja, ich habe zu danken. Dies ist ein Antrag. Und nun will ich Ihnen zeigen, wie das so geht, was Sie brauchen, damit Sie Bescheid wissen, wenn Sie mal einen solchen Antrag stellen wollen. System. Nach 10 Berufsjahren war das als Schauspielerin, als alleinerziehende Mutter. Ich war von Anfang an alleinerziehend, meine Tochter ist 1981 geboren und da gab es keine Krippen und die hätten mir auch in dem Beruf nichts genützt, weil da ist man Tag und Nacht unterwegs und am Wochenende. Also habe ich 3 Jahre Sozialhilfe nach dem alten System gezogen und in der Zeit den Quereinstieg zum Synchron vollbracht, was auch nicht so einfach war, da bekam ich auch Hilfe aus der Branche. Dann folgten weitere 25 erfolgreiche Berufsjahre, bis es zu einem Brancheneinbruch kam, nach der Kirchenmedia-Pleite. Als Zwischenspiel gab es noch eine Entmietung, auch nicht ganz einfach, Anfang der 90er Jahre, was damals aussah wie privates Missgeschick. Neuer böser Vermieter hat sich dann entpuppt als Anfang der Gentrifizierung des Gärtnerplatzes in München, wo ich damals wohnte. Ich bin da 1975 hingezogen und habe für die 100 Quadratmeter Wohnung 350 D-Mark gezahlt, inklusive Nebenkosten. Und bin 3 Tage rumgelaufen und habe gedacht, Mann, das ist mir zu teuer. Habe es dann mit einer Freundin geteilt. Da konnte man dann auch für 40 Mark Theater spielen am Abend. Also dann, nachdem meine Tochter im Kindergarten war, konnte ich ja dieses sehr viel familienfreundlichere Synchron, die
die Synchronarbeit sehr gut machen. Erst als Sprecherin, dann als Autorin und Regisseurin. Und dann kam 2002 die Kirchmedienpleite und ein großer Brancheneinbruch. Und ich war am Übergang von dem alten System zum neuen, 2004, 2005, wieder betroffen. Da musste ich einige Monate lang aufstockende Leistungen ziehen. Und habe diesen Stimmungswechsel sehr hautnah mitbekommen. Habe aber damals noch gedacht, das ist Zufall, das ist, plötzlich sind andere Sachbearbeiter da, die gar nicht mehr so nett sind. Und es war zu kurz, um wirklich was zu begreifen. Dann ging es wieder ein paar Jahre gut und dann wurde ich krank. Und ich war 5 Jahre lang fast am Stück, fast durchgehend kaum arbeitsfähig, wenn überhaupt. Und nach 2 Jahren waren meine Rücklagen weg. Eine Kollegin hat mir neulich gesagt, 2 Jahre, ich habe nur für 6 Wochen Rücklagen. Ich hatte, wie die meisten freiberuflichen Künstler, Künstlerinnen, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Auch keinen Anspruch auf Krankengeld damals. Ich bin auch nicht in der Künstlersozialkasse, denn anders als die Leute meinen, sind Schauspieler in der Regel nicht in der Künstlersozialkasse. Weil dort nur Selbstständige sein können, Schauspieler haben aber einen anderen Status, die sind meistens unständig beschäftigt. Und nun setzte etwas ein, also von 2008 bis 2012 habe ich wieder auf zeitweise aufstockende Leistungen bekommen und habe von insgesamt 6 Bezugszeiträumen, sogenannten Bezugszeiträumen, habe ich 5-mal die Leistungen überhaupt nur mit anwaltlicher Hilfe bekommen. Immer erst nach 10, 11 Wochen. Einmal musste auch der Bürgermeister, 2-mal der Bürgermeister meines damaligen Wohnortes einschreiten. Und um es dann abzukürzen, jetzt bin ich raus. Warum bin ich raus? Erstens bin ich wieder gesund geworden und habe genug zu tun. Nicht nur mit dem Buch, auch sonst im Synchron. Zweitens bekomme ich Rente. Eigentlich eine überdurchschnittliche Rente für Frauen. Mit fast 1000 Euro wäre ich aber immer noch auf regelmäßigen Zusatzeinkommen angewiesen, wenn ich nicht 2012 schon, meine große späte Liebe gefunden hätte. Und es ist leider immer noch so, dass die ultimative Absicherung für Frauen eben doch immer noch Heirat ist. Deswegen habe ich nicht geheiratet, sonst hätte ich das vor 40 Jahren schon gemacht. Aber es ist so. Und deswegen bin ich nach menschlichem Ermessen, werde ich nicht mehr betroffen sein und könnte mich eigentlich jetzt ein bisschen in der Karibik ausruhen. Aber es geht hier um Menschenrechtsverletzungen. Weniger kann man es nicht einstufen. Um Millionen, die davon betroffen sind. Und ich kann als Bürgerin dazu nicht schweigen. Was Sie heute Abend zu sehen und zu hören bekommen, ist eine Mischung aus Lesung und ein paar Szenen, die sich zum Teil textlich mit diesem vorangegangenen Theaterstück, dem Harz Musical, überschneiden. Und am Schluss können wir dann noch ein bisschen reden und Sie können Fragen stellen. Ja, also ganz kurz zur Vorgeschichte, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Als erstes möchte ich anfangen mit dem Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Vorgeschichte. Am 16. August 2002 bei einer Feierstunde im französischen Dom zu Berlin stellt Peter Hartz das 353 Seiten dicke Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes vor, wenige Monate nachdem er den Vorsitz der Kommission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt übernommen hatte. Er sagt, heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Einige Jahre später sagt er, wegen Untreue rechtskräftig Verurteilte, Hartz IV sei ein großer Fehler, ein Betrug.
Wer nach der gloriosen Feierstunde im Jahr 2002 sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, hat gut zu tun. SGB II, SGB III, SGB XII, Leistungsträger, Leistungsanspruch, Leistungsberechtigte, Auffangversicherungspflicht, Vorpflichtversicherung, Versicherungsleistung, Unterstützungsleistung, Transferleistung, Ermessensleistung, Eingliederungsleistung, Entgeltersatzleistung, Leistungsbezug, Arbeitsagentur, ARGE, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, Subsidiaritätsprinzip, soziokulturelles Existenzminimum, Mindestsicherungssystem, Hilfe zum Lebensunterhalt, Lebensunterhaltsbedarf, einmaliger Bedarf, laufender Bedarf, besondere Bedarfe, Arbeitslosengeld, ARGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende im Alter, bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft als Unterfall einer Bedarfsgemeinschaft, Antrag, Hauptantrag, Weiterbewilligungsantrag, Bescheid, Mitwirkungspflicht, Sperrzeit, Zumutbarkeitskriterien, Grund- und Meldepflichten, Verwaltungsakt, Ortsanwesenheitspflicht, Eingliederungsvereinbarung, Ermessensspielraum, Ermessensabwägung, anrechnungsfähiges Einkommen, Durchführungsverordnung, Regelbedarfsermittlungsgesetz, Regelsatzverordnung, Regelbedarfsstufen, Eckregelsatz, Bußgeldregeln, Schonvermögen. Bei Grundsicherung im Alter beträgt das Schonvermögen bis zum Jahr 2017 maximal 2.600 Euro. Das reicht nicht mal für Brille und Gebiss. Seit einigen Jahren sind es 5.000 Euro. Das reicht für einmal Brille und sehr billiges Gebiss. Ziel und Zweck von Hartz IV hat Gerhard Schröder, der damalige Bundeskanzler 2005, selber benannt. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Antrag, erkundigen wir uns einfach bei der Bundesagentur, beim Jobcenter, wie man das so machen kann. Personen der Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren 3 Seiten.
Anlage KI zur Eintragung von Kindern der Bedarfsgemeinschaft unter 15 Jahren, 2 Seiten, für jedes Kind ist ein eigener Antrag auszufüllen. Kindernachweis für jedes Kind extra. Anlage KWU zur Feststellung angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung, 2 Seiten. Den Mietvertrag oder einen Mietnachweis. Die aktuelle Nebenkostenabrechnung. Die Meldebescheinigung. Anlage VE zur Überprüfung, ob eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft vorliegt, das heißt, ob es einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin gibt, der unterhaltspflichtig gemacht werden kann. Nur eine Seite. Arbeitsbescheinigung, eine Urkunde, zu deren Ausstellung der Arbeitgeber bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verpflichtet ist. 4 Seiten. Einkommensbescheinigung, Nachweis über die Höhe des früheren Arbeitsentgelts, vor allem für Aufstockende, auch für das gegenwärtige Arbeitsentgelt, 2 Seiten. Anlage EK, Einkommenserklärung zur Feststellung der Einkommensverhältnisse jeder in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Person. Für jede Person der Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren ist diese Anlage gesondert auszufüllen, 4 Seiten. Anlage SV, Sozialversicherung der Beziehungen, 2. Diese Anlage ist für jede Person der Bedarfsgemeinschaft auszufüllen, die privat oder nicht kranken- und pflegeversichert ist. 2 Seiten. Bescheinigung der Krankenkasse über Mitgliedschaft. Anlage VM zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin, des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. 4 Seiten. Dazu kann ich Ihnen mal zur Ansicht, bitte hinterher wieder an mich zurück, etwas herumgehen lassen. Das müssen Sie dann also ausfüllen, damit Sie einen Einblick bekommen. Anlage EKS, Erklärung zum Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum, 5 Seiten. Abschließende Angaben zum Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes, 5 Seiten. Der Bewilligungszeitraum war bis vor kurzem 6 Monate, ich glaube, er ist jetzt 12 Monate, bin nicht ganz sicher. Dann noch die Kontoauszüge der letzten 6 Monate, den letzten Steuerbescheid, dann, falls Sie die Arbeitsaufnehmen, falls Sie umziehen oder im Lotto gewinnen, eine Veränderungsmitteilung, 2 Seiten. Aber es gibt auch etwas umsonst. Für die Befreiung von Rundfunkgebühren gibt es eine Bescheinigung über Leistungsbezug zur Vorlage bei der GEZ. Nur eine Seite. Und am Schluss stellen Sie ganz einfach einen Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch SGB II, Arbeitslosengeld 2, Sozialgeld mit 4 Seiten. Es gibt für Sonderfälle auch noch ein paar andere, zum Beispiel die Anlage UH1, Anlage UH2, Anlage HG, Anlage NEB, Anlage BB. Ich glaube, es gibt noch mehr. Dies ist der Boden, auf dem sich das Leben von Hartz-IV-Beziehenden abspielt. Und wenn Sie wieder mal jemand fragt, was die denn den ganzen Tag so machen, aber wenn Sie einen Antrag gestellt haben, bevor Sie Geld sehen, werden Sie schon sich in einer Schuldung wiederfinden. So, meine Damen und Herren, dann fangen wir mal an. Mein Name ist Peininger und ich bin Ihre Schulungsleiterin für die nächsten 3 Wochen. Sie haben ja alle Ihre Gründe, weshalb Sie hier sitzen. Ich will die auch gar nicht wissen. Aber ohne Grund sitzt keiner von Ihnen hier. Und keine. Schaut so verschlafen, die junge Dame. Aber das wird sich schon noch ändern hier. Ich sage immer, wer alles getan hat, um sich nach unten zu arbeiten, kann auch etwas tun, um sich wieder nach oben zu arbeiten. Immer schön positiv denken. Also, schauen wir mal, was aus Ihnen noch zu machen ist. Da müssen wir erstmal ein paar Grundlagen schaffen.
Sie sitzen hier zur Verbesserung Ihrer Eingliederungschancen. Das ist mal das Erste. Die Agentur für Arbeit zahlt das, dass Sie hier sitzen dürfen. Die Argen zahlen das. Die Steuerzahlenden. Das machen Sie sich mal klar, bevor hier jemand anfängt zu meckern. Und dafür erwarten wir, Fördern und Fördern, pünktliches Erscheinen und... Ne? Und fleißige Mitarbeit. Auch von Ihnen, mein Herr, das ironische Lächeln sollten Sie mal ganz schnell abstellen. Ein Anruf bei Ihrem Fallmanager und Sie haben eine Sanktion. Sanktion heißt weniger oder gar kein Existenzminimum mehr. Kein Geld für Essen, kein Geld für Fahrten, kein Geld für Medikamente. Also, wollen Sie arbeiten? Ja? Ja? Dann mal alle zusammen. Wir wollen arbeiten. Ja, so habe ich mir das gedacht, aber das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen. Für heute möchte ich nur noch ein paar Gesetzestexte mit Ihnen durchgehen. Eigentlich müssten die Ihnen ja bekannt sein, aber ich kenne ja meine Pappenheimer. Als erstes die Berechtigbarkeitsanordnung der Bundesagentur für Arbeit, § 1, 2. Der Arbeitslose, natürlich auch die Arbeitslose, das muss man ja heute immer dazu sagen, hat sicherzustellen, dass das Arbeitsamt ihn, sie persönlich an jedem Werktag an seinem, ihrem Wohnsitz und so weiter durch Briefpost erreichen kann. Da ist nichts mehr mit schnell mal zu Tante Martha fahren, meine Damen und Herren Arbeitslosen. Ach und übrigens, neulich kam da eine, ihre 90-jährige Mutti braucht sie. Und deswegen kann sie keinen 1-Euro-Job machen. Also mit alten kranken Mutis kommen Sie hier nicht durch. Das schlagen Sie sich mal gleich aus dem Kopf. So, dann also die Eingliederungsvereinbarung. Die haben Sie ja hoffentlich alle schon unterschrieben. Aber ich möchte doch noch einmal die Hauptpunkte der Rechtsfolgenbelehrung mit Ihnen durchgehen, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt und Sie nicht behaupten können, Sie hätten von nichts gewusst. Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungskürzungen vor. Die Leistung kann danach auch mehrfach nacheinander oder überschneidend gekürzt werden oder ganz entfallen. Erstens Grundpflichten. Eine Verletzung Ihrer Grundpflichten liegt vor, wenn Sie sich weigern, die in der EV festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbedingungen nachzuweisen. Oder wenn Sie sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, einen Beschäftigungszuschuss geförderter Arbeit, ein zumutbares Fortangebot oder eine sonstige in der EV festgelegte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen, oder wenn Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben. Bei einer Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 30% der für Sie maßgebenden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 SGB II abgesenkt. Bei der ersten wiederholten Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 60% der für Sie maßgebenden Regelleistung abgesenkt. Zum Leben bleiben Ihnen monatlich damit 166,40 Euro, von denen auch noch Strom, Warmwasser, Versicherungen, Nahverkehr, Kleidung, Reparaturen, Haushaltsgeräte, Brillenzahnersatz, Medikamente und natürlich Lebensmittel zu zahlen. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt der Anspruch auf ALG II vollständig. Damit sind Sie dann auch nicht mehr krankenversichert. Zweitens, Meldepflichten. Sie sind auch verpflichtet, sich bei Ihrem Träger oder einer sonstigen Dienststelle des Trägers persönlich zu melden und zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, falls Ihr Träger Sie dazu auffordert. Sanktionszeiträume wegen Verletzung von Grund- und Meldepflichten können Sie überschneiden. Beispiel, 10% Kürzung aufgrund erster Verletzung der Meldepflicht vom 1.5. bis 31.7. und 30% Kürzung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 1.6. bis 31.8. In den Überschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert. Bei frisch
vollständigen Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 2 werden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Sie können sich dann selbst am Blindtag operieren, meine Damen und Herren. Ihren Grund- und Meldepflichten müssen Sie auch während eines Sanktionszeitraums nachkommen, auch wenn der Anspruch wegen einer Sanktion vollständig weggefallen ist. Sie leben dann von Luft und Liebe, meine Damen und Herren. Das machen Sie sich klar. Bis morgen. Maßnahmen und Schulungen gibt es viele. Darüber wurde ja auch in der Presse berichtet, was die Arbeitslosen alles so machen sollten. Auch ich wurde recht schnell, das war da 2004, zu einer solchen Maßnahme eingeteilt. Ich lese aus dem Kapitel Gespenster umarmen eine kleine Passage vor. Ich hatte eine Adressliste von interessierten Produktionsfirmen. Ich hatte ein Büro, mir fehlte lediglich das Geld für Foto, Video, Papier, Kuverts, Tesafilm, Druckerschwärze, Tinte und Briefmarken, denn ich bekam ALG 2, ergänzendes ALG 2. Als ich der Abteilung Hilfe zur Arbeit mein Problem schildere, verweist mich Frau Becker an Herrn G. von der Personal Service Agentur, kurz PSA. Dort werde man mir helfen. Bis dato kannte ich PSA nur als prostataspezifisches Antigen und ich wagte nicht zu fragen, wie ich mir die PSA-Hilfe vorstellen solle. Aber ich bin dann mal hingegangen. Auf der Straße vor dem Ladenbüro unter dem fehlenden Türschild steht an diesem Freitag um 11 Uhr in sich zusammengesunken ein älterer Herr, rauchend, eine ungepflegte Erscheinung. Wie sich dann herausstellt, ist es der Herr G. persönlich, im Folgenden das Gespenst genannt. Nachdem das Gespenst seine Kippe auf die Straße geschnipst hat, folge ich ihm in sein stinkendes Büro. Ein großes Büro. In dem großen Büro sitzen 20 Menschen an Computern. Der Einzige, der kurz aufblickt, ist ein junger Mann in der ersten Reihe. Das Gespenst lässt sich in seinen Bürostuhl fallen. Büro? Ich setze mich ihm gegenüber, auch wenn mir kein Platz angeboten wurde. Schauspielerin, Sprecherin und Autorin, seit 35 Jahren im Beruf, seit 25 Jahren freiberuflich tätig. Ich denke, Sie sind arbeitslos. Nein, ich arbeite, aber zurzeit gibt es nicht genug Aufträge. Unsere Branche ist eingebrochen. Ich arbeite freiberuflich, aber zurzeit so. Die Branche ist schuld an ihrem Misserfolg. Ja, ich war auch krank, mehrere, egal. Und dann kam 9/11 und dann auch noch die Pleite von Herrn Kirch. Wer? Na, der bekannte Medienunternehmer Leo Kirch. Ah, und der Herr Kirchner, der war ja Arbeitsgeber. Kirch, mein Hauptarbeitgeber. Tja, das war mal. Was? Das Gespenst leckt seinen Zeigefinger an und blättert mit gelben Fingern in meinen Unterlagen. Also erfolglose Aufstockerin. Na, wenn Sie erfolgreich wären, säßen Sie doch noch nicht hier, oder? Haben Ihre Bewerbungen was gebracht? Vielleicht sehen Sie sich mal meine Vita an? Ihre glorreiche Vergangenheit interessiert hier niemanden. Jetzt sind Sie hier, bei mir. Gibt es ja nicht nur böse Schulungsleiterinnen, sondern es gibt auch Menschen. Und ein solcher Mensch, jetzt kommt eine Kostprobe aus meinem Arztmusik, ein solcher Mensch ist Frau Lieber. Frau Lieber ist eine tschechische Messnerin und hat nicht nur Herz und Ohren, sondern auch Brot für Arbeitslose, da arbeitet sie bei Kaffee. Und Frau Lieber, neulich hat jemand gedacht, Frau Lieber arbeitet schwarz. Nein, ist ganz regulär angestellt bei Fahrer. Und Frau Lieber hat manchmal Gespräche mit Jesus am Kreuz. Jetzt muss ich mir mal schauen, das ist jetzt mal Jesus am Kreuz, kann ich es sich vorstellen? Jesus am Kreuz. Und die Frau Lieber muss immer Ordnung machen, den Pfarrer mit der Ordnung. Und redet
auch mit Jesus. Er weiß ich, kannst du dich nicht um alles kümmern in dieser Welt? Ja, Burnout. Aber musst du zugeben, ist ganz schön durcheinander in deiner Schöpfung. Der immer mehr bei armen Tafeln, wo ich jetzt Essen austeilen. Oh, müsste ja heißen Restetisch. Weil wir kommen arme Hinterreste, die was man immer verkaufen darf an Reiche. Die klauen Ministranten jetzt schon Geld aus Kollekte, weil kennen sie sonst nicht mit auf Schulausflug, weil Mama und Papa sind arbeitslos und bekommen nicht einmal Kindergeld. Da schaust du ungläubig, aber ist wahr. Millionär bekommt Kindergeld. Arme Mama bei Hartz IV. Anrechenbare Einkommen. Porsche-Fahrer bekommt. Elterngeld. Arme Single-Mama bei Hartz IV. Anrechenbare Einkommen. Mit der einen Hand gibt man was stark, mit der anderen nimmt er wieder weg. Los, das heißt dann da. Und wenn ich wäre, du. Ich meine, wäre das nicht gerecht? Wenn ein jedes hätte Notwendiges, und Notwendigstes ist zu wenig. Notwendiges, für bescheidene Leben, da sind wir alle Menschen und alle göttliche Kinder. Und schon kleine Wohnung ist zu teilen. Oh, denkst du ja, hat deine Mama auch bis nicht binden im Stall. Mein Herberge war zu teuer. Und hat sie auch ein bisschen mit Kind kleine Krippe gegeben. Na, Kinder, Kinder. Apropos Kinder, will ich arme Kinder nicht verpetzen, mein Vater, aber dann habe ich schon mich im Verdacht gehabt wegen Kollekte. Na, das geht zu weit. Aber weiß ich noch, willst du nur prüfen, meine Geduld? Und ob ich vertraue mir deine himmlische Güte oder Vater? Wem würde ich vertrauen? Würde ich nicht so blöd sein und reinfallen auf deine Prüfungen? Und jetzt schau, dass du auch verdienst so viel Vertrauen. Amen. So, nun zurück zu den Regeln. Meine arbeitslosen Freunde und Freundinnen, wir haben hier nämlich noch ein paar Regeln. Und die sage ich Ihnen jetzt mal. Und dann merken Sie sich die auch. Wer blau macht, ohne eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen, wird gekürzt. Wer wegen Vorstellungsgesprächen abwesend ist, ohne eine Bescheinigung vorzulegen, wird gekürzt. Wer den Unterricht stört, wer hier den Unterricht stört, wird gekürzt, von der Maßnahme ausgeschlossen und darf diese dann aus eigener Tasche zahlen. Das gilt auch für Sie. Jetzt sitzen Sie noch nicht so verkrampft. Seien Sie ein bisschen locker. Richten Sie sich auf. Sie müssen selbstbewusst da reingehen in so ein Bewerbergespräch. Ich meine, Sie müssen sich das dann klar machen. Die meisten Harzer, also die meisten von Ihnen, sind Minderleister. Das heißt, über 45 Jahre, physisch oder psychisch krank, behindert, gering qualifiziert, Künstler, Künstlerin oder Sie haben Pflegefälle am Bein. Oder Kinder. 40% der alleinerziehenden Mamis sind Harzerroller. Tja, keinen Kindergartenplatz haben, aber Kinder in die Welt setzen. Schwachperformer nennt man das auch. Und deshalb bekommen sie von uns ein sogenanntes Verfolgungstraining. Was das heißt? Das heißt intensive Schulung. Das heißt, wir schenken Ihnen unsere besondere Aufmerksamkeit. Und wie machen wir das? Und was machen wir da?
machen wir morgen. Und ich erwarte, dass Sie morgen alle hier sitzen. Pünktlich. Und frisch gewaschen. Und wer nicht pünktlich und frisch gewaschen hier sitzt, wird gekürzt. Und wie das dann ist, wenn man so gekürzt wird, 80.000 bis 90.000 Mal im Monat werden solche Kürzungen ausgesprochen. Es handelt sich um eine Strafe, die man keinem Mörder zumuten dürfte. Der Entzug vom Lebensnotwendigen. 34.000 Menschen wurden im letzten Jahr voll sanktioniert. Sanktion ist ein schönes Wort. Es handelt sich um eine mittelalterliche Leib- und Hungerstrafe. Wie das dann aussieht, beschreibe ich in dem Kapitel Nada, Niente, Null. Vollsanktion, das heißt, du bekommst nichts mehr. Und bald hast du auch nichts mehr. Nichts auf dem Konto, nichts im Portemonnaie, kein Geld. Nicht für Miete, nicht für Essen, nicht für Medikamente. Und es liegt im Ermessen deines Fallmanagers, ob er dir einen Lebensmittelgutschein gewährt. Auf Antrag. Dafür musst du zu deinem Jobcenter. Die für dich zuständige Behörde ist 8 Kilometer entfernt, nur 3 S-Bahn-Stationen. Aber dein Rad ist kaputt und für die S-Bahn hast du kein Geld. Fahrkarte kannst du nichts mehr kaufen. Auch keine Briefmarken mit der Post schicken kannst du auch nichts. Du bist ja auf Null. Anrufen kannst du nicht beim Amt, die Durchfall ist geheim oder die Leitung besetzt. Außerdem, wie sollst du die Telefonnummer zahlen? Also musst du zu Fuß hingehen, 8 Kilometer zu deinem Sanktionär, zu dem, der dir alles genommen hat. Es ist wie ein Schwein für die Zukunftsberatung zum Metzgerweg. Okay, du armes Schwein, gehst also zu Fuß zu deinem Metzger, bittest höflich um Überlegen dürfen und beantragst den Lebensmittelgutschein. Wenn der Metzger gnädig ist, falls er gnädig ist, gibt er dir einen. Vielleicht sagt er auch, Sie haben kein Anrecht auf einen Gutschein. Das stimmt. Und wenn du ihn dann fragst, ob er will, dass du verrätst, sagt er vielleicht, Sie sind eine Querulantin. Sie haben einen Querulantenwagen. Dann bist du in Gefahr, denn Paranoia-Querulanz kann ein Grund sein, dich einzuliefern. ICD-10, F22.8. Aber vielleicht hast du ja eine PAD-Verfügung, die einzige Patientenverfügung, die dich vor psychiatrischen Diagnosen und Zwangsmaßnahmen schützt. Und vielleicht hat dein Fallbeimanager ja gute Laune, gibt deinem Antrag statt, gewährt dir den Gutschein einen bei einem ganzen Monat. Damit gehst du dann am nächsten Tag wieder zu Fuß zu einem der 3 Discounter an deinem Wohnort. Dort stehen große Metallkörbe, an denen Schilder hängen mit Aufschriften wie Kaufen Sie ein Nudelpaket mehr, füttern Sie die Armen. So. Und was kaufst du jetzt? Obst, Gemüse? Ja. Für 3-4 Tage, danach ist alles schlapp. Aufwärmen kannst du nichts. Kochen kannst du nicht, du hast keinen Strom. Kühlen kannst du nichts. Einfrieren kannst du nichts. Du hast einen Kühlschrank, aber du hast keinen Strom, der wurde schon abgestellt. Also was legst du in deinen Einkaufskorb? Kekse, Schokolade, Pralinen, tröstlich süße Kalorien zum schnellen Sattwerden. Dinge, die es bei der Tafel nur selten gibt. Shampoo gab es schon lange nicht mehr bei der Tafel. Shampoo bräuchtest du und Waschmittel nicht. Du hast eine Waschmaschine, aber du hast keinen Strom. Handwaschmittel bräuchtest du und Zahnpasta und Schuhcreme, aber der Gutschein ist nur für Lebensmittel. Und weil es zu viele geworden sind in der Schlange dort, gibt die Tafel gegen Vorlage deines Tafelberechtigungsausweises Farbe Grün einer erwachsenen Person dir nur noch alle 2 Wochen was aus. Also in 10 Tagen wieder, falls du bis dahin Geld für eine Fahrkarte auftreibst. Oder wenn du schwarz fährst, denn an deinem Wohnort gibt es keine Tafel. Die Tafel liegt versteckt in einem Hinterhof
in der Nähe des Jobcenters. 8 Kilometer mit leeren Wägelchen hin, das schön, aber 2 Stunden mit vollem zurück, das geht nicht. An der Kasse gibst du deinen Bettelzettel ab, hinter dir warten 5 andere Leute. Die Kassiererin hält den Beweis deiner Bedürftigkeit, deine soziale Schwäche hoch und ruft ihrer Kollegin zu: Moni, da ist schon wieder eine mit so einem Arztgutschein, nehmen wir sowas an? Alle kriegen es mit. Hinter dir wird es still. Du spürst, was sie denken. Wenn du Pech hast, hörst du es auch. Die Kassiererin schreit: Moni! Sanktionsgutschein! Nee! Nee, also sowas nehmen wir nicht an. Die meisten Leben nehmen sowas nicht an. Warum? Weil viele sowas nie gesehen haben, nie gehört haben davon. Weil sie nichts wissen von einem Überlebensgutschein, weil sie ihn nicht kennen. Oder weil sie ihn kennen. Dann wissen sie, wie das weitergeht, nämlich erstmal gar nicht. Denn bevor das Jobcenter dem Laden das Geld für einen Lebensmittelgutschein überweist, vergehen nicht selten schon auch mal 3 Jahre. Du gehst in 3 Läden, zu Fuß, vergeblich. Es sieht aus wie eine Hilfeleistung. Aber es ist Folter. Zusätzliche Folter. Noch Fragen, warum du sanktioniert wurdest? Weil die Quote erfüllt werden muss. Weil du diszipliniert werden sollst. Und zur Ersparnis. Die staatliche Ersparnis in 8 Jahren durch Sanktionen beträgt 1,7 Milliarden Euro. Noch Fragen? Ja, auch Schwangere werden voll sanktioniert. Ja, auch jungen Müttern wird alles genommen. Wie sie nach der Stromsperre dem Baby das Fläschchen warm machen sollen? Wie? Bertolt Brecht sagt: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten. Und Friedrich Thiessen, Wirtschaftswissenschaftler, sagte 2008, 68 Euro im Monat sind für eine ausreichende, gesunde, abwechslungsreiche Kost nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ausreichend. Bei Hartz IV gibt es für Lebensmittel 132 Euro im Monat. Diese üppige Ausstattung des Regelsatzes mit Geld für Nahrungsmittel ist mit den Zielen der Sozialhilfe nicht erklärbar. So landet Jung und Alt am Rest. Da bist du nun also gelandet, gestrandet in der mittelalterlich anmutenden Reihe der Almosenempfänger. Wenn du dich überwunden hast und endlich dort stehst, zum ersten Mal, noch ohne Tafelausweis, ohne Berechtigungsschein, den du nun unter Vorlage einer Bedürftigkeitsbescheinigung, zum Beispiel des ALG-II-Bescheides, erst beantragen musst, wenn du dort stehst, springt da tausende altes Elend dich an. Bilder aus Märchen und Lesebüchern. St. Martin und der nackte Bettler kommen dir in den Sinn. Das Mädchen mit den Zündhölzern. Das Sterntalerkind. Angst vor Hunger und Kälte steigt in dir auf. Angst vor Verfolgung, Todesangst. Das weit Entfernte, das Unvorstellbare. Das Schicksal, das immer nur das Schicksal anderer war. Inflation, Rationierung, Lebensmittelmarken. Ist nun hier in der Warteschlange auch deine Lebensrealität. Und plötzlich hinter dir hörst du eine Frauenstimme: Was? Der Pudelsack ist gestorben. Ja, wo ist denn der gestorben? Ja, aber ich habe ihn doch noch gesehen vor 14 Tagen. Mei, der Pudelsack ist gestorben. Und du glaubst dich in die 3 Groschen-Ohren versetzt. Fühlst dich wie bei der Statisterie in einem Film. Bist dir selbst und deinem bisherigen Leben entfremdet.
Und wie nett dann all die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen auch zu dir sein mögen, mit dem Abstempeln des Tafelausweises wirst auch du abgestempelt als unten. Nicht ganz unten. Unter dir, also wirklich ganz unten, gibt es noch die Obdachlosen. Doch die bislang undenkbare Obdachlosigkeit rückt jetzt so nah, dass dich friert. Nach so viel muss man in Urlaub fliegen. Eigentlich. Nun heißt es ja im Grundgesetz, Artikel 11, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Aber der hessische Justizminister Christian Wagner 2005 schlug vor, die elektronische Fußfessel bietet auch Langzeitarbeitslosen die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren. Nun gibt es einige Geschichten. Also bei mir war es so, ich hätte ja eigentlich bei jeder Ortsabwesenheit über Nacht einen Antrag stellen müssen. Aber bis der bewilligt worden wäre, bei beruflichen Abwesenheiten, wäre ich wahrscheinlich schon wieder zu Hause gewesen. Deshalb habe ich es vorgezogen, bei diesen oft sehr plötzlich anberaumten Terminen, die ich hatte, die ich auch wahrnehmen konnte während der Krankheit, dann doch lieber einfach nur ein Programm hinzuschicken und zu sagen, ich bin von dann bis dann beruflich unterwegs. Allerdings sind mir auch so Sachen passiert, wie ich war zu einer Lesung unterwegs und musste am Schluss der Lesung das Publikum bitten, mir doch für die Rückreise Geld zu leihen, weil dieser Reiseetat natürlich nicht vorgesehen war und das Jobcenter außerdem mal wieder willkürlich zu wenig gezahlt hatte. Ich habe auch jemanden gefunden, ich kam also von Münster wieder nach Hause. Ein andermal war ich in Stuttgart bei Theaterproben, kein Hartz IV mehr, noch keine Theatergage mehr, auch am anderen Ort keine Tafelberechtigung. Da musste ich einen Freund bitten, einen befreundeten Professor aus Straßburg anzureisen, um mit mir einkaufen zu gehen, weil ich nur noch 47 Kilo wog, noch endlich ein Kilo weniger als jetzt, und nichts mehr zu essen hatte und er mir auch nichts überweisen konnte, weil was als Überweisung auf mein Konto eingegangen wäre, ja wieder anrechenbares Einkommen gewesen wäre. Aber ein paar Mal ist es mir doch gelohnt, ein paar Geschichten sind hier drin. 2011, im November, da war ich einigermaßen gesund, Hartz-IV-Empfängerin fliegt nach Afrika. Das kommt jetzt sogar gut hin. Das Teatro Avenida liegt an einer der vierspurigen Straßen der Millionenstadt Maputo, einst geleitet vom schwedischen Schriftsteller Henning Mankell, wurde es Schauplatz von dessen Roman Der Chronist der Winde. 30 Jahre Teatro Avenida. Das Theater feiert. Eingeladen zum großen Festival Mutumbela Bongo sind nicht nur Gruppen aus ganz Afrika, sondern auch das Stuttgarter Theater Tribüne mit einer multinationalen mehrsprachigen Produktion, in der ich schon im Jahr zuvor mitgespielt hatte. Das Gastspiel in Maputo wird aus vielen verschiedenen Töpfen subventioniert, unter anderem auch aus Steuertopf, und fällt in eine Phase, in der ich nach einer Bandscheibenoperation mal wieder Aufstockerin bin. Ich kann nicht beschreiben, mit was für einem Ellerwertsgefühl ich das Jobcenter von der bevorstehenden beruflichen, also unverbietbaren Reise in Kenntnis setze. Mit welch diebischem Vergnügen, mit welch triumphalem Freiheitsgefühl ich, für die sonst schon die Fahrt mit der S-Bahn schier unerschwinglich ist, mit der fröhlichen Truppe in den Flieger steige, mit welchem Genuss ich eine schlaflose Flugnacht verbringe, indem ich im Bordkino mit individuellem Programm all die Filme ansehe, die ich in den letzten Jahren mangels Zaster verpasst hatte. Trotz diverser Zeitungsberichte über das grandiose Festival und unser furioses Gastspiel bekommt die Boulevardpresse keinen Wind davon, wer da alles mitreist in dieser Gauklertruppe. Schade eigentlich. Sonst hätte man doch endlich mal wieder Schlagzeilen à la Florida-Wolf lesen können. Hartz-IV-Empfängerin fliegt nach Afrika. Steuerzahler zahlen.
Wie aber die andere Seite des Reisens aussieht, auch das will ich noch erzählen. Es war im Sommer 2012, da hatte ich meinen Mann gerade kennengelernt. Und bald darauf bekam er eine Spontaneinladung von Freunden aus Göttingen. Da fahren wir morgen hin, sagte er, prima. Nein, ich nicht. Ach, wieso denn nicht? Hast du Termine? Nein. Na, dann fahren wir. Ich nicht. Du weißt doch, dass ich bei Hartz IV bin. Und? Ja, ich kann nicht einfach so verreisen. Ich muss vorher einen Antrag stellen. Unsinn, das weiß doch niemand. Du hast keine Ahnung. Natürlich fahren wir. Wie soll ich das denn mitkriegen, wenn da was passiert? Was soll denn passieren? Wenn ich mir den Knöchel verstauche, wenn irgendwas ist und ich muss ins Krankenhaus, dann erfahren die das. Na und? Also mir wird das ja sowas von scheißegal, dass die das erfahren. Das wäre es nicht. Ach, dem würde ich was erzählen. Das würdest du nicht. Na schön, dann erfahren sie es eben. Und? Wenn die das rauskriegen, dann streichen die mir alles. Und mit einer Vollsanktion ist man auch nicht mehr krankenversichert. Das riskiere ich. Wir blieben daheim. Ich, weil ich dem Reiseverbot unterlag, er aus Solidarität zu mir. Wer mit Leistungsbeziehenden zu tun hat, auf den fährt die Unfreiheit ab. Wer ist mutig genug, das auf sich zu nehmen? Und welche junge Liebe hält es aus? Unsere hat es ausgehalten. 2015 haben wir geheiratet. Eine kleine Enkelin hat Blumen gestreut, die war damals 2. Und dieser Tag war für mich ein doppelter Triumph der Liebe über eine skrupellose Gesellschaft. Beim nächsten Mal, nach diesem Ereignis, sind wir gefahren. Aber erst nach einem langen Gespräch, wo mein gerade mal 4 Monate langer neuer Freund mir gesagt hat, gut, dann, wenn sie dich erwischen und wenn du sanktioniert wirst, dann fange ich dich finanziell auf. Und zum Schluss möchte ich noch etwas zu der Mildtätigkeit sagen. Ich hatte das Glück, dass ich in den schwierigsten Situationen finanzielle Unterstützung bekam, auch durch Stiftungen. Allerdings bekam ich oft, nicht immer, aber oft noch etwas dazu, nämlich einen Klacks Moralsenf. In diesem Fall ging es darum, dass ich einen Stiftungsantrag gestellt hatte, weil ich lebte damals in einer Zweier-WG und ich hatte vorübergehend 2 Monate keinen Mitbewohner. Da ich aber befürchtet habe, also das Amt hätte das auch übernehmen müssen, weil es so kurz war, volle Miete, aber ich habe gedacht, wenn ich einen Antrag stelle, bis der bewilligt wird oder auch nicht, kann ich schon die Miete nicht mehr zahlen. Also habe ich einen Stiftungsantrag gestellt, rechtzeitig, ich wusste auch, dass die Zeit begrenzt ist, und es wurde auch genehmigt. Allerdings mit einer Anmerkung. Aufgefallen ist, dass Ihre Bruttomiete gemessen an Ihrem derzeitigen Einkommen deutlich zu hoch ist und wohl auch dadurch der finanzielle Engpass entstanden ist. Wir empfehlen daher dringend, sich schnellstmöglich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Nun sah auch ich mich zu einer Anmerkung aufgerufen. Sehr geehrter Herr Dr. Wetter, Ihre Unterstützung war hilfreich und Ihr Ratschlag gewiss wohl gemeint. Deshalb wäre es undankbar, ihn ohne Echo zu lassen. Doch die Antwort kann nicht kurz ausfallen, denn es geht dabei um 30 Lebensjahre, um günstigeren Wohnraum, WGs, Umzüge, Einkommen und um die Frage, was Frauen leisten und was ihnen zuzumuten ist. Jetzt habe ich erst sehr viel über mich erzählt, über meinen beruflichen Weg. Und dann über die derzeitige Situation. Nicht immer, wissen Sie, findet sich leicht jemand zum Zusammenwohnen. Bei einer lichten Zimmerhöhe von 2,20 Meter erscheint der 2-Meter-Mann doch etwas groß. Der Ingenieur mit Projektauftrag möchte für 3 Monate gleich seinen ganzen Hausstand mitbringen. Der Azubi, seine Freundin, die Verkäuferin, ihren Hund, die Studentin, ihre nicht kastrierten Kater. Und der frisch geschiedene Steuerberater meint, er könnte sich gut vorstellen, sein Büro in meine Wohnung zu verlegen. Er bräuchte allerdings 2 Zimmer, ob mir eines nicht ausreiche. Das Schwerste war, die Mutter mit Säugling abzuweisen.
Leichter fiel mir das bei dem jungen Mann mit dem Totenschädel-Tattoo, der mit Terrarium und ein paar kleinen Drachen einziehen wollte. Nein, danke. Ich möchte auch mitreden dürfen. Will ich man mir so viel Lebensgestaltung noch zu, oder ist armen und vor allem armen Frauen alles zuzumuten? Sicher ist, wer armen Menschen Hilfe gewährt, gibt meist auch noch seine Moral selbst dazu, mal wohlmeinend, mal weniger. Denn wer arm ist, muss etwas falsch gemacht haben, bedarf also der Bewährung. Und so, werte Herr Bürgermeister, bekam ich neben Ihrer milden Gabe, die mir zwei Mitbewohnerinnen überbrücken half, diesen Klacks Moralsenf auf meinen ansonsten eher leeren Teller. Aufgefallen ist, dass Ihre Bruttomiete deutlich zu hoch ist. Darf zornig werden, wem Hilfe zuteil wird? Meine Dankbarkeit gilt der Hilfe. Mein Zorn gilt der Entmündigung. Doch wer sich nicht entmündigen lässt, gilt leicht als undankbar. Nein, edler Spender, nicht meine Miete ist zu hoch, sondern die Mieten sind zu hoch, obszön hoch. Der finanzielle Engpass ist nicht durch toll dreistes Anmieten einer Luxussuite entstanden, sondern weil Armut von Gierigen gemacht wird und so verdammt weiblich ist. Weil Frausein ein Armutsrisiko ist, weil Mutterschaft das Risiko erhöht und Single-Mutter-Dasein das Risiko auf über 40% treibt. Mit einem Satz, mein wohlmeinender Gönner, meine Scheißarmut ist zurückzuführen auf ein mutiges Leben in einer skrupellosen Gesellschaft. Wir empfehlen daher dringend, sich schnellstmöglich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Herr Stiftungsrat, Vorsitzender, wo fände ich etwas Günstigeres? Und wer würde an mich vermieten? Und ich habe keine Lust auf ein einsames Sardinenbüchsenleben. Ich bin ohne Zwischenmieten 18 Mal umgezogen und habe bei 2 Dutzend Ein- und Auszügen assistiert. In einem halben Jahrhundert, also bei mehr als 40 Umzügen, Hand angelegt. Beim Gedanken an Umzugskarton könnte ich schreien. Wie viele haben Sie schon geschleppt in Ihrem Leben? Ich besitze nicht mal ein altes Teff, mit dem man Kleinkram transportieren könnte. Ich kann nicht Auto fahren und tragetauglich bin ich auch nicht. Wer sollte die Helfer bezahlen, den Umzugswagen, die Kaution? Und vor allem, werter Herr Dr. Wetter, umziehen ohne behördliche Erlaubnis ist mir verboten. Und bis eine Genehmigung eventuell endlich erteilt würde, wären die 10 günstigeren Wohnungen, die Sie mir sicher nennen können, längst vermietet. Zumal die von Ihnen angestrebte Lösung einer Untervermietung, wie man sieht, auf Dauer nicht tragfähig ist. Aber schreien nutzt nichts. Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Film Asterix erobert Rom. Hier kommen wir nie mehr raus, Asterix. Hier kann uns nicht mal mehr der Zaubertrank helfen. Hier verlieren wir unser letztes bisschen Verstand und werden Caesars Sklaven.